Du hast eine Vorliebe für Dividenden und willst wissen, welche Unternehmen seit Jahrzehnten ihre Dividende gezahlt und sogar erhöht haben? Dann bist du hier genau richtig. Ich habe dir heute fünf Top-Dividendenzahler mitgebracht, die sogenannte Dividendenkönige sind. Als Dividendenkönige bezeichnet man Unternehmen, die ihre Dividende in mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Das bedeutet auch, sie haben Zeiten der Inflation, steigende Zinsen, Rezessionen, Börsencrashs, sich ändernde Verbrauchervorlieben, technologische Fortschritte und vieles mehr überstanden. Der erste Dividendenkönig auf der Liste ist Procter & Gamble. Seit der Firmengründung im Jahr 1837 hat sich Procter & Gamble zu einem der weltweit größten Hersteller von Konsumartikeln des täglichen Gebrauchs entwickelt. Dem Konzern werden hunderte Marken und Produktvariationen zugeordnet. Dabei wird das Geschäft von Procter & Gamble in fünf Segmente unterteilt: Beauty, Grooming, Healthcare, Fabric Care and Home Care sowie Baby, Feminine und Family Care. Procter & Gamble hat dabei seit 67 Jahren die Dividenden kontinuierlich erhöht, wobei die Dividendenrendite bei 2,56% liegt. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei rund 64% und die durchschnittliche Dividendensteigerung innerhalb der letzten 5 Jahre lag bei 6,16%. Das zweite Unternehmen, American States Water Company, ist eine Holdinggesellschaft für Wasser- und Versorgungsunternehmen mit Sitz in Kalifornien. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Wasser, Strom und Contracted Services, sogenannte Vertragsdienstleistungen. Über die Golden State Water Company werden die Geschäfte der beiden Segmente Wasser- und Stromversorgung vollzogen. Das Segment der Vertragsdienstleistungen läuft über die American States Utility Services und ihre Tochtergesellschaften. Mit der US-Regierung hat die American States Utility Services einen Vertrag über die Wasserversorgung verschiedener Militäreinrichtungen abgeschlossen. Insgesamt stammt der Großteil der Einnahmen des Unternehmens aus der Wasserversorgung, vor allem von gewerblichen und privaten Kunden. Die Dividende des Unternehmens wird bereits seit 68 Jahren und damit ein Jahr länger als bei Procter & Gamble erhöht. Die Dividendenrendite liegt bei 1,8% und die Ausschüttungsquote bei 73,9%. Mit einer durchschnittlichen Dividendensteigerung von sage und schreibe 9,71% wurde diese innerhalb der letzten 5 Jahre kräftig angehoben. Das dritte Unternehmen im Bunde ist Coca-Cola. Ganz nach dem Motto Refresh the World ist Coca-Cola das weltgrößte Unternehmen für alkoholfreie Getränke und besitzt und vermarktet einige der führenden Marken für kohlensäurehaltige Getränke. Am bekanntesten sind die verschiedenen Sorten von Coca-Cola, genauso wie die Marken Sprite und Fanta. Zum Portfolio zählen insgesamt mehr als 500 Getränkeprodukte, darunter Erfrischungsgetränke ohne Kohlensäure, Fruchtsäfte, Wasser, Sport- und Energiegetränke, Tee, Kaffee sowie Milch- und sojabasierte Getränke. Die Dividende schmeckt wahrlich ebenso gut wie die Getränke von Coca-Cola und wird seit 61 Jahren kontinuierlich erhöht. Man hat aktuell eine Dividendenrendite von 2,97% und eine Ausschüttungsquote von 71,8%. Innerhalb der letzten 5 Jahre konnte die Dividende um jährlich 3,22% erhöht werden. Kommen wir nun noch zum vierten Dividendenkönig auf der Liste. Die Sysco Corporation ist der größte Lebensmittelgroßhändler in den Vereinigten Staaten und beliefert 600.000 Standorte mit Lebensmitteln, darunter Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Hotels und andere Einrichtungen. Schätzungen zufolge hat das Unternehmen einen Marktanteil von ca. 16% an der gesamten Lebensmittelzustellung in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen kann hier mit 53 Jahren an Dividendenerhöhung punkten und hat zum aktuellen Zeitpunkt eine Dividendenrendite von 2,66%. Dabei werden 53,4% der Gewinne in Form von Dividenden ausgeschüttet. Mit 7,85% durchschnittlicher Dividendensteigerung innerhalb der vergangenen 5 Jahre ist man auch hier ziemlich gut dabei. Kommen wir nun noch zum letzten Kandidaten auf der Liste. PepsiCo ist einer der weltgrößten Lebensmittel- und Getränkehersteller. Das Unternehmen produziert, vermarktet und verkauft eine Reihe von Marken in den Getränke- und Snack-Kategorien. Hierunter finden sich unter anderem Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Doritos, Lay's und Ruffles. PepsiCo wurde bereits 1898 gegründet und zahlt seit 51 Jahren eine immer höhere Dividende. Mit einer Dividendenrendite von 2,63% ist man hier solide unterwegs. Die Dividenden werden dabei mit einer Ausschüttungsquote von 67,7% finanziert und wurden innerhalb der letzten 5 Jahre um durchschnittlich 6,13% erhöht. Und hier siehst du noch einmal die Top-Dividendenkönige, die ich dir heute mitgebracht habe. Schreib mir gerne in die Kommentare, welcher dein Favorit ist. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like dafür da. Und falls du keine weiteren Videos zum Thema Finanzen oder zu aktuellen Quartalszahlen verpassen willst, dann lass auch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. So bekommst du direkt mit, wenn ich wieder ein Video online gestellt habe. Und falls du jetzt noch sehen willst, wie gut oder vielmehr wie schlecht mein Depot im Februar 2023 performt hat, dann klick gerne auf das angezeigte Video. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.